Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute etwas zeigen, und zwar, ich kann meine Videos, die ich mit meiner neuen Kamera gedreht habe, die kann ich nicht rendern. Ich kann euch das einmal zeigen. Ich habe hier meine, nein, das ist die nicht. Ich habe hier meine ganzen Dateien und dieses Video hier kopiere ich jetzt einmal auf den Desktop. Mal eben kurz warten. Ach ja, noch eine Sache, und zwar vor diesem Video hier seht ihr da mein neues Intro von PodUp oder Zero 2010 ist, heißt sein Kanal. Und ja, ich finde das Intro gut. Also er hat das, also die Bilddatei gemacht, also das Video ohne Ton, und ich habe den Ton da drunter gelegt. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Video findet, also das Intro. Und ja. Ja, jetzt lädt es noch ein bisschen. 1 Minute 20. So, noch 10 Sekunden. So, jetzt ist die Kopie hier drauf. Hier ist sie. Die ziehe ich jetzt bei mir in Camtasia Studio rein. So, die Datei geht 6 Minuten irgendwas. Warte ich noch, bis der Ton hier fertig ist. So. Und wenn ich das jetzt hier schon abspiele, dann wackelt das einfach nur. Und hier ist so ein schwarzer Balken. Das möchte ich ja nicht. Dann gehe ich bei Zoom und Schwenk halt rein. Und gehe hier erstmal auf 0. Gehe hier noch ein bisschen runter. Seitenverhältnis bei Balken mal weg. Und dann ziehe ich das so. Seitenverhältnis wieder drin. Das will ich ja nicht. Mache ich das hier wieder so. Und gehe ich wieder hier. So. Wenn ich jetzt hier auf Produzieren und Rendern gehe, Produzieren und Weitergeben, dann bleibt es einfach stehen. So. Hä? Jetzt geht's, ne? Ah, Moment. Wenn ich nämlich jetzt hier mein Intro noch davor setze. Hier ist das Intro, mein neues. So, das setze ich jetzt noch davor und zoome ich noch ein bisschen ran, um den Ton da noch reinzukriegen. Den Ton habe ich von 5XL Beats, wie auch immer. Schaut bei ihm vorbei, er macht richtig geile Beats. Und hier ist sein Ordner. Welches war das jetzt? Das hier. Muss ich mal kurz reinhören. Ja, das war's. Dann nehme ich das Lied, ziehe es hier unten in die Timeline, ziehe es da vorne, zoome erstmal noch ein bisschen raus. Dann gehe ich nach rechts, nehme das hier, ziehe es auf die gleiche Länge wie das Video hier ist. Vielleicht ein bisschen kürzer. Oder Moment. Kann ich es ja hier genau machen. So. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Mit ihr abspielen kann ich jetzt auch schon nicht mehr. Hier auf Produzieren und Weitergeben gehe. Geht nicht. Ich kann ja nicht draufklicken, produzieren und weitergeben. Geht nicht. Wenn ich jetzt das Intro hier wieder wegmache, genau, kann ich es auch nicht machen. Ich
weiß nicht wieso, aber könnt ihr mir mal bitte helfen und in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr ja, wieso das nicht geht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn mir einer dabei hilft. Vielleicht gibt es ja auch... Ach, Moment mal, hier unten ist noch ein bisschen Ton. Was ist denn das hier? Naja, egal. Auf jeden Fall geht es trotzdem nicht. Hier kannst du nochmal zeigen. Hier. Ich kann es nicht produzieren. Und ja, ich hoffe, ihr helft mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp. Ciao.